Der klingt, ich habe immer das Gefühl gehabt, Rap, der muss immer so ein bisschen doof klingen. Weil manchmal kommen so blöde Sachen raus, dass er einfach. Was, wir sind gehypt? Haben wir gar keinen Schaden gekriegt? Lol. Dann heile ich einfach so. Okay, wir machen uns jetzt auch auf den Weg nach Kafu. Aber müssen dafür noch den Jungfrauenwald 4 durchqueren. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr allzu schlimm. Vor allem, weil wir jetzt noch Rap dabei haben. Dann geht das eigentlich. Wo ich jetzt mal überlegen muss. Ich glaube, da geht es sogar weiter. Und wo geht's da lang? Ein neuer Gegner. Wer bist denn du? Riesenpuppen. Okay. Was könnt ihr? Schwingas. Aha, 300. Was machen wir denn gegen die? Sepp? Oder Bumpau? Machen wir Bumpau gegen die. Und du greifst, glaube ich, einfach mal an. 49 ist auch nicht so berauschend. Sepp-Peitsche könnte ich euch auch noch zeigen, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir das nochmal. Oder dazu nochmal einen Heulerschlag, dann sollten sie beide weg sein. But this will teach you. Ja, nicht mal die Hälfte abgezogen, aber das ist auch nur ein Heulerschlag gewesen. Ich hoffe, ich muss gleich mal gucken, wie viel Geld wir haben. Nice. Wenn ich möchte, eigentlich mal im Dorf Kafu richtig shoppen gehen. Ja, wird aber schwierig, denn da sind sauteure Gegenstände. Wie viel haben wir? 58.000. Da habe ich mir aber mehr erhofft. Aha, da liegt was. Ein Säckchen. Was ist denn in dem Säckchen? Goldtrank. Hat 30 SP der gesamten Gruppe. Oh, cool. Den nehmen wir mit. Und glaub, mehr liegt hier auch nicht. Wir gehen jetzt einfach so wieder zurück. Der Jungfrauenwald ist einfach zu groß. Er macht keinen Spaß. Ich muss jetzt los. Und zum Geier. Ach Gott, solche blöden Blumen, ey. Lass mich von euch nicht abschießen. Ich werde jetzt einfach dem Kompass folgen. Oh, Geld. Meins. Gib mir das Geld, Mann. Okay, da oben links ist auch noch Geld. Das brauche ich nicht. Geh jetzt einfach hier weiter. Aber wenn wir den Jungfrauenwald hinter uns haben, dann geht es eigentlich einigermaßen wieder. Der ist schon nervig. Machen wir Feuersäule. Bei Rap müssen wir echt wieder von ganz vorne mit allem anfangen. Weil er echt nischt kann. Er kann einfach nischt mehr. Diamantenstaub. Ach komm, Diamantenstaub, was soll's. Das finde ich ist so ein bisschen uncool gemacht. Wenn man schon auf der zweiten CD ist, hätte The Rap wenigstens eine komplette Feuermagie geben können. Und vielleicht noch einen anderen Zauber, dass er vielleicht Erde kann oder Wind. Weil Wind würde zu einem Ninja gut passen. Finde ich ein bisschen tragisch, dass sie das nicht gemacht haben. Und finde ich auch ein bisschen blöd. Aber naja, wir müssen Rap halt jetzt von ganz vorne trainieren. Ich habe das sehr, sehr selten. Ich glaube, ich habe das. Ne, ich habe das kein Mal gemacht, dass ich Rap wirklich alle Zauber beigebracht habe. Auch weil ich immer ein, zwei Mana ja vergessen habe. Aber wir gucken mal, wie viel Rap mich Rap beibringen kann. Er lernt ja relativ schnell noch, weil es halt so niedrig ist. Ich meine, der hat gerade 36 in Feuermagie gekriegt. Was eigentlich. Huch. Ah, okay, komm her. Ich war schneller, oder? Ich war schneller. Oh, ich war schneller. Was soll da? Süßes Mädchen. Kleines Mädchen. Ach komm, wir sind nicht mehr lange hier, machen wir mal so einen Dragon. Wir können Fairplay machen. Das juckt mich nicht. Sollten Alex sein. What the fuck? Der steht noch?
ein eindeutiger Punkt, dass wir demnächst doch mal wieder ein bisschen auf Stärke setzen sollten. Aber ich versuche bei diesem Let's Play echt alles zu machen und das ist so scheiße schwer. Ah, normalerweise würde ich sagen, hier, Justin, TP-Stärke fertig. Mehr braucht der Junge nicht. Aber ich will euch alles zeigen. Ich glaube, wir sind gleich draußen. Ah, toll, du auch noch eben herkommen. Ja. Deswegen ist es auch so ein bisschen, deswegen macht der eine oder andere sagen, oh, du bist da und da total schlecht und unterlevelt und so was, mach doch mal was. Ja Leute, das ist die Schwierigkeit bei der, das ist die Krux bei der ganzen Sache. Ich möchte euch ja gerne zeigen, dass ich, nochmal Rehschlag, dass ich wirklich viel mache, beziehungsweise euch auch alles zeigen will, was die verschiedenen Zauber angeht. Deswegen habe ich Justin auch alle vier gegeben. Gut, das macht man normalerweise auch. Fina kriegt eh immer alle vier. Das ist wichtig für ihre ganzen Zauber. Bei Justin verzichte ich meistens auf Wasser. Meistens auf Wasser oder Wind, je nachdem. So, Zap-Peitsche. Die ist auch mächtig. Und Fina kriegt halt alles. Bei Sue und Gedwin war das, habe ich euch das ja gezeigt. Bei Rap zum Beispiel, Rap glaube ich, habe ich nie wirklich mehr als zwei Zauber gegeben. Ich glaube, den habe ich nur Wind oder Erde mal dazu gegeben. Ja, weil es mehr einfach nicht nötig war. Und später die Charakter, die dann noch zukommen, ich kann euch das ja sagen, einer kommt mindestens ja noch. Wir sind ja eine Vierergruppe. Eigentlich permanent. Okay, hier ist nichts mehr, dann gehen wir jetzt raus. Wir müssen jetzt rausgehen. Nein, immer noch nicht. Verdammt nochmal, lass mich aus diesem Wald raus. Ich hasse diesen Wald. Mein Dorf Kafu ist gleich da drüben. 5 Jahre später, wo sind wir? Ich kann mich nicht zurechtfinden. Diamantenstaub, nehmen wir mal Flammengeschoss. Erhöhe ruhig mal deine Feuerfähigkeiten. Obwohl Diamantenstaub wäre besser gewesen, weil sich glaube ich eine Windstufe bald erreicht. Feuersäule kannst du auch schon nicht mehr. Gerade macht das. Und Justin kann einfach losrennen und angreifen mit der Axt. Das Schöne ist ja, Justin kann ja immerhin dreimal angreifen mit seiner Axt. Weißt du? Das ist eins. Das war zwei. Und den dritten sehen wir gar nicht. Das hilft ganz, ganz, ganz viel bei der Waffenfertigkeitserhöhung. Weil du dir ja halt immer Einschlag gut schreibst, sagen wir es mal so. Ja. Und nach dreimal hast du den vierten sozusagen umsonst. So, was ist denn jetzt hier? Mach mal die Vogelperspektive an. Bla bla, ich glaube einfach hier links, oder? Da rechts, da lang. Warum nicht denn hier eine was ist das denn da oben? Was ist das? Zaubersamen plus ein maximal CP für Stufen 1 bis 3. Ups, den wollte ich einsetzen. Gleich aus mal nutzen. Wer hat den? Ne, nicht weglegen. So, benutzen. Jetzt haben wir es. Zaubersamen. Plus 1 ZP für alle. Ich glaube, wem gebe ich das? Rap ist an sich. Ja, Rap wäre vielleicht sinnvoll, aber der kriegt später noch welche. Durch die andere Magie vielleicht. Justin oder Fina? Justin, ja, Justin zaubert eigentlich nicht so viel. Fina hat das. So, Dankeschön und auf Wiedersehen. Komm her! Oh Mann, die verstecken sich! Ihr Schweine. Ah! Wo kommt die denn alle her? Alter, oh, habe ich gerade auch noch solche Viecher gesehen. Riesenpuppen. Nochmal Scheibenwurf auf den, vielleicht triffst du auch beide. Fina, wenn ich bitten darf, einmal. Diamantenstaub lohnt sich zwar nicht, aber komm. Und Justin kann einfach angreifen. Der trifft nur einen, verdammt nochmal. Das macht dich. Da musst du echt gucken, oder? Das ist. Boing. Versuchen wir mal einen Masterplan aufzustellen, wie ich was, wie level, weil das wirklich das erste Mal ist. Aber, dass ich das mache. Aber ich glaube, so gegen Ende des Spiels kriege ich noch wohl auf den Sack, weil ich einfach mich nicht entscheiden konnte. Aber da mache ich halt offscreen ein bisschen Arbeit. Stecke schon da rein.
So, jetzt muss ich ganz schnell hochlaufen, dann habe ich Ruhe. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Da muss ich jetzt lang. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich bin. Geh weg. Wenn wir jetzt mal dem Kompass folgen, sagt er mir doch, ich soll hier lang gehen. So, hier lang. Hier muss ich lang. Ah, okay. Wahrscheinlich, vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Süßer die Motten nicht klingen als zu der Weihnachtszeit. Oh Gott. Flammengeschoss, komm weg. Da diskutiere ich gar nicht. Weg mit dir. Und tschüss. Oh, ein Helm. Oh, nicht ein Helm. Was ist das? Schwalbenhut? Schwalbenhut? Geil, ein neuer Gegenstand. Was haben wir denn da? Ausrüsten. Justin, komm mal her. Plus 12 Verteidigung, plus 3 Verwirrungsschutz. Ey, cool. Für Fina wäre das, glaube ich, sogar noch besser. Ja, dann kriegt Fina den. Shit. Wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss da oben hin. Also das heißt, ich muss da lang und dann rechts durch. Nein! No. Das war close. Gut, dass ich noch umgedreht bin, sonst hätten die mich überrascht. Justin ist dran, finde ich sehr schön. Gibt mir die Möglichkeit einmal mehr... Ja, Bumpa oder Zap. Erhöht Erde, ne? Ne, mach mal Zap. Glück haben, trifft das alle und die sind weg. Yeah, und zack, 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 jawohl. Ja, klar, der obere nicht, oder was? Weißt du, jetzt wird's wieder unlogisch. Den oberen hat sie jetzt nicht zerrissen. Alle anderen zerreißt, aber den oberen nicht. Mach das. Ich glaub's nicht. So ein Quatsch. Rap. Wenn ich bitten darf. Kannst du die Daumen nur normal angreifst? Wahrscheinlich nicht, aber egal. Kannst ja nicht mal den down. Greift normal an. Holt sie euch. Heil 2, WTF. Krass. Vernicht ihn, Justin. Warum? Du Trottel! Du hast doch schon das Item. Ey, der hat ja diesen Combo-Angriff plus 1 und... Nee, man kriegt... Justin! So, können wir jetzt endlich mal raus aus dem Jungfrauenwald. Bitte! Was ist denn das? Das ist schon wieder der falsche Weg. Aber hier liegt irgendwas. Ein Schild? La Schild. Ah, La Schild. Na klar. Ausrüstung Justin. Da. Bestandte Verteidigung gibt nochmal einen Angriff zurück. Müssen wir eigentlich behalten. La Schild ist schwächer. Was? P-Schild? Okay, dann kriegst du den, oder? Ja, dann kriegst du den. Zack. Das Zauberschild möchte ich behalten. Das gibt halt normale Angriffe wieder ab. Och, hört doch auf. Hier ist ja auch nicht der Ausgang. Der Weg nach draußen. Oh, da war er. Gott sei Dank. Urwald. Puh, geschafft. Und da ist das Dorf Kafu. Da wollen wir jetzt hin.